Einen wunderschönen guten, ich bin's, euer Luzi, und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz kleinen Making-of. Das gockelnde Making-of, das Making-of zu Gockel Falada und der Vagabund. Wie haben wir so die ein oder andere Szene hinbekommen? Mit welchen Tricks haben wir gearbeitet und so weiter? Das zeige ich euch jetzt. So, fangen wir doch erstmal an mit dieser schönen Szene. Und zwar seht ihr ja hier den Leierkastenmann. Und alle tanzen und singen und sind glücklich. Eine super schöne Szene, aber eine der aufwendigsten Szenen überhaupt. Ja, denn wie haben wir die gemacht? Als erstes haben wir unseren Drehorgler abgedreht. Und dann eine Drehorgel eingebaut, nachträglich. Dann später haben wir hier die zwei Hübschen, den Gockel Falada und den Vagabund, abgedreht. Und später dann auch noch die Leute, die sich von der Musik angezogen gefühlt haben. Unter anderem war auch ich da in dieser Szene einmal zu sehen. Ja, und hier die Szene mit unserem Eichhörnchen Stella. Ja, was soll ich sagen? So sah die in echt aus. Also Eichhörnchen und Schubkarren waren computeranimiert. Jetzt kommen wir einmal kurz zum Hexenhaus. Wie haben wir das Hexenhaus von innen abdrehen können? Und wie haben wir das gemacht mit dem Kochtopf? Ja, dass der Kochtopf qualmen konnte, das war ein einfacher Trick mit einem Strohhalm und sehr viel Qualm. Ne, das haben wir dann einfach durchgepustet und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ja, das war einer der wenigen Tricks, die wir nicht am Computer gemacht haben, genauso wie zum Beispiel andere Nebeleffekte. Die haben wir live während des Drehs gemacht. Ja. Und zu dieser Szene ist auch noch zu sagen, wir brauchten da insgesamt 3 Drehtage für. Genauso wie für die Szene mit, oder die Szenen mit der Drehorgel. Normalerweise braucht man für eine Szene einen halben Tag bis einen Tag. Hier für diese Szene, wie auch für die Drehorgelszene oder Szenen, haben wir 3 Tage für gebraucht, weil die so, ja, ich will nicht sagen schwierig, aber umständlich waren zu drehen. Ja, vieles musste dann einfach nochmal neu gedreht werden oder aus einer anderen Perspektive. Und hier seht ihr auch nochmal schön, wie der Kochtopf qualmen konnte. Ja, und so sah das Hexenhaus eigentlich aus. Weniger interessant, nicht wahr? Ja, das hier war der Hintergrund, aber ohne Special-Effekte, ohne Spezialeffekte. Hier seht ihr es nochmal mit den Flammen und später dann auch nochmal mit Katze und Spinnweben. Das wurde auch alles digital eingefügt. Ja, zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Szenen zeigen mit diesem Hintergrund hier. Die meisten dieser Szenen, die ihr jetzt seht, haben es gar nicht in den fertigen Film geschafft. Warum? Einmal, weil wir gesagt haben, nee, ist ganz schön, aber die Handlung, die könnte besser sein. Also zum Beispiel, wie sich das allererste Mal Falada und Theodor treffen, sich sehen und Freunde werden. Oder halt die Intensivität von Helga und Philipp auf der Jagd nach dem Falada. Das wollten wir anders machen. Also es wurde gedreht, aber später hat man dann gesagt, ne, also es wurde auch bearbeitet, wie ihr seht, aber später hat man dann gesagt, das könnte man doch eigentlich besser machen oder anders gestalten.
Und deswegen gibt es nur eine dieser vielen Szenen mit diesem Hintergrund. Ja, also da steckte sehr viel Arbeit hinter. Aber am Ende war es dann nur eine ganz, ganz kleine Szene, die es in den Film geschafft hat. Die auch so gedreht wurde, ne? An diesem Feld, sage ich mal, ne? Kurz bevor die beiden zum Leierkastenmann gehen. Eigentlich schade um die vielen Szenen, weil wir haben da einen halben Tag dran gesessen und hätten wir es vorher gewusst, wäre es sicherlich schneller abgedreht worden. Aber nun gut, ne? Manchmal ist das einfach so. Wie gesagt, diese Szenen, die tauchen überhaupt nicht im Film auf. Und die sind jetzt auch großartig noch nicht computermäßig noch verändert worden mit, keine Ahnung, Schmetterlingen oder sonst irgendwas oder gar verschiedenen Kamerafahrten, weil man halt einfach schnell gemerkt hat, ja, das sind eigentlich Szenen für die Tonne. Ja, dann kennt ihr ja sicherlich auch aus dem Film den Bären oder wie gesagt den Schmetterling oder die Hirsche. Ja, all diese Tiere waren ebenfalls computeranimiert und man hat die Szenen erstmal ohne die Tiere abgedreht und später wurde es dann einfach am Computer eingefügt. Wir hatten auch sehr großes Glück. Es war eine große Ehre, dass da auch zum Beispiel zwei von den Prinzen, zwei Sänger für das Intro Gast waren. Und das fand ich auch nochmal sehr, sehr cool. Das erlebt man ja auch nicht jeden Tag. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, wie wir in diesem Fall für dieses Projekt gearbeitet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!